Hallo und recht herzlich willkommen hier beim Telefonjoker. Ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie man beim Huawei P9 die Taschenlampe anschaltet. Man geht dafür auf die Werkzeuge, also auf den Ordner Werkzeuge, insofern man es nicht verstellt hat. So, geht dann hier auf das Symbol Taschenlampe und dann klickt man sie nur noch auf an und dann wird das hintere LED-Licht zur Taschenlampe. Im Übrigen sehr, sehr hell, also eine echt gute Taschenlampe für dieses LED-Licht. Und wenn man es wieder aushaben möchte, klickt man einfach auf. Also an, aus. So, es gibt eine zweite Möglichkeit, die muss man allerdings vorher erstmal konfigurieren. Man zieht das Schnellmenü herunter, geht dann auf Verknüpfung und letztendlich in dieses Menü kann man auch die Taschenlampe integrieren. Das muss man aber erstmal auf den Punkt bearbeiten, konfigurieren. So, und dann kann man hier quasi die vorhandenen Symbole austauschen, die im oberen Bereich sich befinden. In dem Fall wollen wir die Taschenlampe verwenden, die ist hier. Und wir ziehen das dann auf das Symbol, mit der was, wo wir es austauschen wollen. Ich nehme jetzt einfach mal den WLAN-Hotspot, ziehe es drauf, lässt los und dann ist die Taschenlampe auch in unserem Schnellmenü drin und der WLAN-Hotspot ist entsprechend raus. So, bestätigt das Ganze dann oben. Ja? So, und dann haben wir hier unten auch schon die Taschenlampe drin. Und auch hier kann man sie dann benutzen. Ne? Wie kommt man ins Schnellmenü? Also man zieht das Schnellmenü einfach herunter, geht auf Verknüpfung, klickt dann auf die Taschenlampe und geht dann genauso gut. Klickt wieder rauf, ist er aus. Ja. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen und freue mich natürlich immer über Kommentare. Und ja, danke fürs Schauen. Tschüss.